Willkommen zu unserem E3 News Special am Dienstag, den 15.06.2021, zur vierten Folge. Und das sind die E3 News des letzten Abends. Microsoft und Bethesda haben zwar schon eine riesige und beeindruckende E3 Showcase geliefert, jedoch war das wohl nicht alles. Bereits am 17. Juni soll noch einmal nachgelegt werden, und zwar in der Xbox Game Showcase Extended. Diese verspricht unter anderem jede Menge Infos und Gespräche mit Teammitgliedern der Studios Rare, Double Fine, Obsidian, Ninja Theory und noch ein paar mehr. Am kommenden Donnerstag, den 17. Juni um 19 Uhr, soll sie stattfinden. Zudem soll auch noch eine zweite Showcase in Planung sein. Bisher ist da noch nicht viel bekannt, da sich Microsoft diesbezüglich bedeckt hält. Nun ist es endlich offiziell, der nächste Titel, an dem Piranha Bytes arbeitet. Es war schon längere Zeit kein Geheimnis mehr, aber ja, sie arbeiten an LX2 und nun ist es auch offiziell bestätigt. LX2 spielt einige Jahre nach dem Vorgänger. Hauptfigur Jax muss die Fraktion der verwüsteten Welt einen, um gegen eine gemeinsame Bedrohung vorzugehen. Im Cinematic Trailer sieht man vor allem eines: Kämpfe. Jax wechselt in Windeseile durch Waffen, Rüstungen und Klassen. Gleichzeitig sieht man neue wie auch alte Fraktionen. Der Release-Termin zu LX2 ist noch nicht ganz bekannt, jedoch soll das Spiel für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PC erscheinen. Nach erfolgreichem Start vergangenen Monat von Resident Evil Village verkündete Capcom nun, dass die Arbeiten an einem DLC begonnen hätten. Außerdem soll der Multiplayer-Shooter Reverse nächsten Monat erscheinen. Capcom präsentierte uns zudem einen längeren Story- und Gameplay-Trailer zu Monster Hunter Stories 2. Nach dem Release des Titels am 9. Juli 2021 für Switch und PC wird es regelmäßig weitere neue Inhalte geben. Am 15. Juli soll der Startschuss schon fallen mit dem ersten Gratis-Update. Der für diesen Termin angekündigte Palmyth-DLC bringt das entsprechende Monster in das kommende Rollenspiel. Anschließend wird es in regelmäßigen Abständen laut Capcom weitere solcher DLC-Packages geben. Auf der Switch können wir dank einer kostenlosen Trial-Version schon früher starten, und zwar ab dem 25. Juni. Die darin erzielten Spielfortschritte können später zum Release am 9. Juli direkt in die Vollversion übernommen. Ja, das war die vierte E3 News-Folge zu E3 2021. Auch für morgen ist eine weitere Folge geplant, und damit ihr sie nicht verpasst, abonniert diesen Channel und aktiviert das Glöckchen. Schreibt zudem, was bisher eure E3-Highlights waren, gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin, bleibt gesund und guten Loot euch. Ciao.